Ich bin hier im Raum mit unseren Gemälden des 20. Jahrhunderts, Paula Modersohn-Becker, Lovis Corinth, Lehmbruck und natürlich diesem Spitzenwerk hier von Oskar Kokoschka. Ich habe, als ich einfach so assoziativ durch den Kopf gegangen bin, habe ich gedacht, das ist ein Bild, das vielleicht etwas aussagt über die jetzige Situation. Ich meine, dass Kunstwerke ja wie eine Brückenfunktion haben können. Kunstwerke, glaube ich, wenn sie wirklich gute Kunst sind, können uns andere Realitäten vor Augen führen. Und gerade in einer Situation wie der jetzigen, in dieser Ausnahmesituation, finde ich, dass Kunstwerke manchmal uns Einblicke oder Überlegungen oder Inspirationen verleihen können, die unerwartet sind und die uns auch den Blick öffnen. Dieses Bild hier, Sie haben es alle gesehen, es ist ein absolutes Spitzenwerk in unserer Sammlung. Es stellt dar den Maler Oskar Kokoschka mit seiner Geliebten Alma Mahler. Alma Mahler muss eine unglaublich charismatische Frau gewesen sein. Sie war verheiratet mit dem Komponisten Gustav Mahler, der aber starb. Er war wesentlich älter als sie, mehrere Jahre bevor dieses Bild gemalt wurde. Kokoschka gehörte zu einer der Affären, die Alma Mahler hatte, mit anderen auch. Kokoschka war berühmt, er war unglaublich eifersüchtig. Und dieses Bild ist nun ein sehr persönliches Dokument, nicht von Social Distancing, sondern von extremer sozialer Nähe. Ich finde es ein absolutes Meisterwerk dieser Zeit. Es sagt auch etwas aus über die Zeit, wie Sie sehen es hier. Der Maler stellt sich dar quasi in Erstarrung. Er sieht extrem steif aus, mit geöffneten Augen, mit diesen verkrampften Händen und diesen Füßen. Es erinnert fast ein wenig an den toten Christus von Holbein. Was macht sie, die Geliebte, Alma Mahler? Sie ist vollkommen relaxed. Sie schläft, sie ist an ihn gelehnt. Im Gegensatz zu ihm macht der Sturm ihr überhaupt nichts aus, offenbar. Es ist auch sehr schön, wie sie völlig anders gemalt ist als er. Die Farben sind irgendwie zärtlicher, die Farben gehen stärker ineinander über. Bei ihm sieht man, die Malerei ist sehr pastos, sehr dick und sehr disruptiv sozusagen. Und dieser Sturm, durch den das Paar geht, der ihr nichts anhabt, der ist aber tatsächlich für ihn eine Tragödie. Dieser Sturm ist ja auch ein Sturm der Zeit. Dieses Bild ist kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs gemalt. Und ich finde einfach, dass dieses Bild lässt für mich Assoziationen entstehen mit der Situation, in der wir jetzt sind. Nicht zuletzt auch, weil es ein Bild ist, das extrem vulnerabel ist. Das ist eines unserer überhaupt empfindlichsten Kunstwerke in der Sammlung. Wir können es kaum bewegen. Das Bild ist sehr, sehr dick gemalt. Man sieht auch unten rechts, wie zum Teil die Farbe also Sprünge hat. Und dieser sehr dicke und sehr heftige Farbauftrag, der führt dazu, dass das Bild auch niemals ausgeliehen werden kann. Es wird auch kaum bewegt im Haus. Also es ist wirklich eines unserer vulnerabelsten Kunstwerke, das wir haben. Und das ist auch eine Assoziation gewesen, ein Grund, warum mir dieses Bild als Dokument, das uns etwas geben kann, in dieser Situation eingefallen ist.